Hast du dich vergriffen an der Praktikantin als Politiker? Nein, jetzt? Ganz ehrlich? So, ich kann es auch nicht machen, sonst bin ich. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Auf der Suche nach dem besten Döner Deutschlands. Heute erstmal nach dem besten Döner aus Buxtehude mit Marc und Marcel. Bin sehr gespannt, was die beiden so zu dem Dönerladen sagen werden. Wir gehen zum ältesten, dem ersten Dönerladen in ganz Buxtehude. Dieses Video hat viel Tiefgang. Wir befinden uns schon am Ende des Videos, das kann ich euch sagen. Lasst mir gerne euer Kommentar da, bitte, 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 für den nächsten Döner, den ich auch außerhalb von Buxtehude teste. Ihr wisst, ich fahre überall hin. Jetzt werde ich euch erstmal die Jungs vorstellen aus dem Dönerladen mit einem kleinen Video. Die Jagd beginnt bei Sultan Döner. Übrigens der erste Döner in ganz Buxtehude. Mit von der Partie natürlich Sultan, höchstpersönlich. Eine alte Legende besagt, dass niemand das Dönerfleisch so schneidet wie er. Naja, außer der gerät vielleicht, aber der ist heute nicht dabei. Dafür dabei sein Bruder Shimus. Er hat den Laden vor 16 Jahren eröffnet und eine Erfolgsgeschichte ins Rollen gebracht. Doch all das wäre nicht möglich gewesen ohne den schlauen Kopf hinter der Bande. Sinan, lass die Jagd beginnen nach dem besten Döner aus Buxtehude bei Sultan Döner. So Leute, wir sind hier am Start jetzt beim Sultan. Ihr müsst moin Marc, grüß dich. Oh, wie geht's? So gut, und ihr auch? Ja, wir sehen uns häufiger in letzter Zeit, ne? In letzter Zeit, das Schicksal. Ich bin Fan von Schicksal. Ja. Heute machen wir Döner-Tests. Genau. Wir sind heute hier in Buxtehude bei Sultan Döner. Sultan. Ich habe Döner-Teller mit Kalb bestellt. Ach, du hast Döner-Teller? Nein, das geht nicht. Ich muss nur noch einen extra Döner bestellen. Kein Problem. Aber ich sag dir mal ganz kurz zum Laden. Das ist der erste Dönerladen in Buxtehude. Das muss man dazu sagen. Wie lange gibt's den? 10 Jahre. Ismael. Yes. Wie lange habt ihr den Laden hier schon? 20 Jahre jetzt. Ja. Okay, wir machen noch mal einen kleinen Cut rein. Nee. 20 Jahre. Ja, okay. Sagen wir mal 20 Jahre. Irgendwann haben wir den übernommen. So, und seitdem Legende. Okay. Die scharfe Soße, sag ich dir, Marc, die musst du probieren. Da möchte ich ein persönliches Urteil von dir haben. Und dann schauen wir mal. Ich bestelle jetzt erstmal einen normalen Döner. Und dann gucken wir. Du bewertest mir auch den Döner gleich. Und was würdest du sagen? 1 bis 10, ja. 10 ist sei das ehrlich. Beste. Sei ehrlich. Bruder, wenn du nicht so eine komische Vorhaut hättest, ich würde ihm nur eine 5 geben. Bitte. Das sagt der mit dem Geierschnabel. Jeder, der ihn kennt, sagt Geierschnabel. Ja, ganz ehrlich. Ich hatte nicht den Spitznamen Geierschnabel, sondern Rüssel. Was ist daran besser? Ja, bei dir der halber Rüssel. Marilyn Monroe mit einem kleinen Schönheitsfleck. So nennen die Frauen ihn bei mir. Ja, ist so. Naja, aber wir wollen mal zum Kern der Sache zurückkommen. Marc, ältester Döner, erster Döner in Buxtehude, mindestens 20 Jahre, hat erstmal gesagt, scharfe Soße, dein Fazit, ich gehe jetzt erstmal Döner bestellen. Okay. Okay Leute, ich habe hier den einzigartigen Easy. Ismet, was geht bei dir? Alles gut? Alles gut. Ja. Du kennst ja mein Format, ne? Ich suche den besten Döner Deutschlands, heute speziell den besten Döner Buxtehude, den King von Buxtehude. Das hören wir gerne. Jetzt mal Real Talk. Ja. Würdest du sagen, ihr seid in Buxtehude die Besten und wenn ja, warum? Das ist Geschmackssache. Ich würde sagen, wenn 20 Jahre das sich so gut hält, wie sie auch an den Gästen, dann muss das schon was bedeuten. Sympathische Antwort. So, Ismet, dann machen wir mal einen Döner. Mit der legendären scharfen Soße für mich bitte, weil man muss ja dazu sagen, ich bin hier schon gewesen, als ich 14, 15, keine Ahnung wie alt war. Und diese Soße ist damals so gewesen und die ist auch heute so. Das ist für mich, sagt man Nostalgie, kann man das sagen? Ja. Einmal den. Der ist ja wie gemalt. Wenn man jetzt so will, ne? Ich habe es eben schon gesagt, Marcel kann das bestätigen. Nee. Vor 15 Jahren hat man den Döner hier gegessen und an und für sich ist es immer noch der gleiche Döner. Also gut, Fleisch hat sich jetzt einmal verändert, aber die Soßen sind gleich, Salat ist gleich, die Jungs sind gleich. Man muss einfach die Geschichte erzählen. Damals war es so, man ist hergekommen, die Brüder waren alle am Start.
haben mit den Frauen ein bisschen Parallel gemacht, immer geflirtet, die Frauen sind hier sehr gerne hergekommen, ist einfach so. Ja. Aber hinten war die Seele, nämlich die Mama von den Jungs. Mhm. Und die hat die Rezepte, die sie hatte, mit Liebe uns auf den Teller gezaubert, weil es ein Familienunternehmen war oder ist. Man hat die Liebe einfach rausgeschmeckt. Dann haben sie den Hermann vor einigen Jahren verpachtet. Und als er verpachtet war, fand ich, war der Döner nicht mehr geil. Bin ich hier auch nicht mehr hergekommen. Jetzt sind sie wieder da, der Pachtvertrag ist ausgelaufen und jetzt haben wir die Liebe. Ja. Ach scheiße, ich hab nicht aufgenommen, Digi. Kannst du das noch einmal sagen? Der Witz, Bruder, ist so ein Facebook-Witz, Digga. So ein Facebook-Humor. Also Marc, ja. Ich kann das nur bestätigen. Und man muss dazu sagen, die Mutti, die macht immer noch die Sachen. So, die steht jetzt nicht mehr hier hinten, aber die macht von zu Hause. Und wenn da jemand hinten steht und ein, keine Ahnung, Köfte zubereitet, dann ist das nach Muttis Rezept. Also wir sind alle gespannt, wie du das bewertest, ja. Was du dazu sagst. Das sind ja verschiedene Kriterien, die wir beurteilen müssen. Sehr viele, du musst auf mehreren Ebenen. So musst du dir vorstellen, wie du eine Uhr bewertest, du siehst sie aus einem anderen Blickwinkel als echt. Du siehst die Farbe, du siehst, keine Ahnung, das Material, alles drum und dran. Versuch dich ein bisschen da rein zu versetzen in einen Dönerkritiker. Ja, also es ist natürlich von der Aufmachung her sehr einladend mit dem Fleisch oben drauf. Ne? Auch wie das hier geschnitten ist. Bei mir ist das Wichtigste bei einem Döner ist immer, dass das Fleisch außen also kross ist. Ne? Wir sehen auch hier so ein paar dunklere Stellen. Also es ist halt nicht zu schnell abgeschnitten. Ist perfekt von der Bräunung. Von ja, der Bräunung, das ist schon ziemlich gut. Und wir haben auch hier, das Toast ist natürlich getoastet. Du merkst auch hier, sehr kross. On point. Dann muss man auch schauen, dass wir das Gemüse uns anschauen. Also gerade jetzt hier so Gurke. Wenn das jetzt nicht frisch geschnitten wäre heute Morgen, dann wäre es halt nicht mehr so kross. Ne? Und sie haben Mais. Für Marcel immer Mais drauf und Schafskäse. Ne? Also ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Nochmal einen herzhaften Biss. Marc auch nochmal. Ich weiß, du kriegst viel in deinen Mund. Und was sagt der Jungs? Was hast du jetzt? Mit Joghurtsoße genommen? Joghurt, also Tzatziki und scharfe Soße, all die Oldschool-scharfe Soße. Ja, also ich muss sagen, gerade das Fleisch, man merkt, dass er gut damit gewartet hat. Also nicht nur die erste Lage ist kross, sondern auch was dahinter noch kommt. Also er wird in deinem Döner-Rating nicht in den Top 3 sein, aber es ist für unsere Verhältnisse in Buxtehude, wo die Jungs das jetzt hier auch wieder machen und die Mama hat die Rezepte, ist ein grundsolider, sehr guter Döner, finde ich. Also so, er ist schon überdurchschnittlich gut. Aber er hat nicht dieses, was du ja auch immer sagst, was ich aus deinem Video kenne, dieses ganz besondere Brot anders, Fleisch anders. Es ist in allem, was einen guten Döner auszeichnet, also einen guten Standarddöner, machen die das perfekt bis sehr gut einfach. Ich habe auch manchmal keine Lust auf so Extras. Manchmal möchte ich auch einfach nur das Gericht so haben, weißt du? Es, genau, richtig. Wenn du auf der Suche nach diesem klassischen Döner bist, dann ist bist du hier genau richtig. Wie du sagst, die Basics. Die Basics, genau. Top-Arbeit einfach. Die machen das ja auch schon lange. So, die kennen das Rezept und mir schmeckt das auch jedes Mal wieder gut. Könntest du sagen, dass du hast jetzt gerade keinen Döner, aber du weißt, wie der schmeckt, wenn du ihn von 1 bis 10 bewerten müsstest, was würdest du ihm bewerten? Wenn ich dem Döner, von den Dönern, die ich kenne, eine Bewertung geben müsste, dann würde ich dem Döner wahrscheinlich einen Amazon-Gutschein verschenken. Live vom Ilsebach hier, kleine Werbeunterbrechung. Um wirklich zu verschenken. Ich kann es immer wieder sagen, ihr habt keine Verpflichtung. Es ist wirklich for free. Wer Geschenke mag, bleibt kurz dran und hört sich an, was ich zu sagen habe. Clark ist am Start, das ist eine Versicherungs-App. So, die haben für euch ein Angebot. Ich sehe es immer so, wer Versicherung hat, Versicherung haben möchte, der hat immer die Option, sich selber schlau zu machen. So, guckt nach, informiert sich, ist alles schön und gut und das kann man weiterhin alles machen und sollte man machen. So, mit Clark hat man dann extra einen Experten im Boot, der einen ein Angebot macht. Das heißt, ihr könnt bei Clark beispielsweise 3 Versicherungen hochladen mit dem Code HOLLE45, damit gibt es dann auch den Amazon-Gutschein. 3 Versicherungen hochladen, die gucken sich die an, machen euch ein Angebot für günstige Versicherung oder auch Versicherung einfach mit mehr Leistung. So, das Geile halt daran ist, ihr müsst dieses Angebot nicht annehmen. Ihr macht euch selber schlau, alles perfekt, alles wie vorher. Und wenn ihr sagt, okay, geil, diese Versicherungen passen, ich spare Geld oder die Leistungen sind besser für das gleiche Geld, nehmt ihr das an. Und ihr habt nichts zu verlieren, ihr seid zu nichts verpflichtet und kriegt diesen Gutschein umsonst. Clark möchte euch nur zeigen, ladet das hoch, wir haben das Angebot für euch und das war's. Und wenn ihr das nicht annimmt, habt ihr diesen Gutschein trotzdem. Mich würde freuen, wenn ihr dieses Angebot wahrnimmt, ist auch Support für mich. Ja, und jetzt geht's weiter im Video. 7 oder 8. Spielraum nach oben ist immer, egal wo, wenn man eine 10 gibt, was soll dann noch besser werden. Ja. Aber so wie er jetzt ist, und das ist schon gut für Buxtehuder Verhältnisse, hier im Umkreis gibt es keinen besseren Döner, finde ich. Dann nochmal, bevor ich meinen Urteil abgebe, Max Urteil? Natürlich, es gibt immer, auch bei uns, man hat solche ausgefallenen Sachen, solche Geschäfte, aber ich finde, das hier ist sehr, 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 sehr gute handwerkliche Arbeit. Und finde ich super. Natürlich, vielleicht könnte man noch beim Schärfegrad was ändern, aber es ist nur persönlich. Ich würde auch sagen, 8 ist eigentlich eine sehr gute. Du hättest es noch schärfer lieber. Welche Schärfe?
Ja, schmeckt keine Schärfe mehr. Also die scharfe Soße, muss man dazu sagen, die heißt scharfe Soße, aber sie ist nicht scharf. Ich kann mich auf gewisse Weise den Jungs anschließen. Ich habe halt noch ein bisschen Plus, weil diese Soße ist für mich Kindheit. Das versuche ich rauszunehmen. Mhm. Würde ich das mit rein bewerten, würde ich noch ein bisschen besser geben. Ich gebe eine 7,8, weil ich eine ganz klare Linie habe zwischen Dönern, die dann wirklich anfangen, dann Fleisch selber zu machen oder irgendwie wirklich noch specialmäßiger zu werden. Aber es ist ein wirklich lecker, leckerer Döner. Und ob es der beste in Buxtehude wird, das werden wir sehen. Denn wir fahren noch zum nächsten Döner. Hier kommt gerade eine Meldung, zu hässlich zum Aufnehmen. Genau. Ja, du filmst aber gerade mit Facecam, ne? Nee, nein. Ja, was sag ich, 7,8, ne? Also wirklich ein guter Döner. Jeder, der in Buxtehude ist, diesen Döner muss man abgecheckt haben. Ist halt für, ich glaube, sind wir ganz fair, Holger. Sind wir ganz fair. Wir versuchen neutral hier zu bewerten, aber es ist unsere Hottecker. Ja. Also nochmal, Ismet, sag doch mal bitte, was du eben gesagt hast, von Herzen. Das ist ein traditioneller Döner. Mhm. Also ich meine, das ist jetzt nichts Spezielles, dass man sagen kann, wow, das ist mit Gemüse alles fein gemacht. Kleine Karte, jeden Tag dafür frisch. Mhm. Das ist unser Konzept, dass du die traditionelle Döner isst. Das ist das, was die Stadt hier so mag. Ihr macht das für Familie und das merkt man. Ja. Ihr arbeitet nicht für jemand anderen, sondern alle, die hier arbeiten, bis auf ein, zwei andere Leute, die hier halt Hiwi-Arbeiten machen mäßig. Ja, klar. Man hat schon immer gemerkt, außer wo es verpachtet war, dass ihr das macht, weil für Familie, damit es eurer Familie gut geht. Und es geht nur eurer Familie gut, wenn ihr gutes Essen gebt. Wenn ihr scheiß Essen macht, geht es eurer Familie auch nicht gut. Und ihr habt einfach, habe ich vorhin schon gesagt, ihr habt einfach damals mit euren ganzen Brüdern, ihr habt ja auch die Frauen verrückt gemacht. Ja, das ist so. Das ist stimmt. Ihr habt immer so viel. Ist auch in Ordnung. Hallo. Ein bisschen flirty-mörty. Als Politiker sowas kenne ich gar nicht. Das ist ja alte Kamelle. Und wenn die Praktikantinnen da haben, dann waren die immer 1+ mit Sternchen. Das stimmt auch. Die waren Maschallah, muss ich sagen. Hast du dich vergriffen an der Praktikantin als Politiker? Nein, jetzt? Niemals. Ganz ehrlich? So, ich kann doch nicht sagen, was das für eine dämliche Frage ist. So, Video zu Ende. Marc, erstmal dir vielen Dank fürs Dabeisein, für deine Bewertung. Ja, wirklich, du solltest Dönerbewerter werden. Lass die Uhren am besten beiseite. Danke, Marcel, auch nochmal fürs Mitwirken. PayPal hast du. Ja, Christo. Dann bin ich arm. Danke, ist mit dir auch nochmal, ne? Ich mach so jetzt. Da fehlt was. Ja. So, denk dran. Abo, Kommentar, Daumen oben und bis zum nächsten Mal. Bis euch.